hier ist euer Lenny, ja. Europa-Park-Saison 2024, ja. Und natürlich mit dabei, ja. Die 50. Mhm. 50. Saison. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ja. Nächstes Jahr wieder 50, da hat er Geburtstag. Kriegt ein Geschenk, eine Torte. Oder so, ja. Wir fahren heute wieder ein bisschen rum, ne? Alle Neuigkeiten sind noch nicht offen, aber Baustellen sind da und schön. Ja. Da gucken wir uns ein bisschen an, ja. Ja. Wir fahren natürlich wie immer Panoramabahn, ne? EP-Express und Monorail. Ja, mit schön in Imperfektion. Achtung, also, der Zug fährt los. Attention, so, jetzt. Le train va partir. Attention, please. Oh, er fährt. The train is leaving. Ich hab Puzzle. Puzzle. Ding ist los jetzt hier. Da drüben sehen wir wie immer Effenfahrt. Fährt gerade ein bisschen alleine. Ja. Besucher haben wir auch. Sonnenbrille. Wer hat eigentlich meine Sonnenbrille? Ah ja. Na dann nicht. Da ist die Lok. Da sind auch wieder Gäste. Die haben es extra eingeflogen. Fahrt gibt auch noch, ja. Auch hier wieder Gäste, Gäste, Gäste. Hier schaut sozusagen immer der Luzifer los, ja. Moin Jungs, haut rein. Wir können immer einen neuen Song einwarten. Da drüben ist Irland. In Fachkreis auch Bierland genannt. Da kann man nicht im Pott tierisch einzwitschern. Ja. Die Mitarbeiter hat es auch, wie man sieht, ja. Oh, der Bambus ist neu. Haben sie wohl neu gepflanzt, wie es aussieht. Okay. Da hinten haben wir, wie gesagt, Irland, Irland, Entschuldigung. Ja. Die Fonds kann man sehr gut essen. Auch preislich gar nicht mal so schlecht. Schmeckt natürlich, ja. Hier drüben auch wieder Gäste. Jo. Moin. Da sind ja Blumen. Die Schweizer Poppern. Poppern fangen. Da drüben ist Liechtenstein. Da haben sie was Neues bei der Boote. Das zeige ich euch nachher. Da kann man nämlich dann jetzt demnächst kann man dann Zielschießen machen. Aber ist noch nicht ganz fertig. Da müssen wir noch mal arbeiten. Also nicht wir, sondern der Park. Ganz da hinten ist Voltiputz, da ist er. Wieder, da ist der Voltimops, oder wie der heißt. Ja, noch nicht fertig. Aber am 26.04. macht er auf. Ich kann erfahren. Ja. Da hat Liechtenstein, hier ist England. Ballonfahrt, die müssen wir machen, die haben letztens verkackt. Da seht ihr die Boote. Hier. Nächste Haltestelle. Da müssen wir nachher mal hin. Station Bläse. England, schön Taxi und Bus. Globetheater mit neuer Show. Also nicht so neu, also ist die Fortsetzung der Show vom letzten Jahr. Ja. Spielhalle, alles jetzt mit Karte. Bitte bleiben Sie sitzen. Ganz neu, bei der Spielhalle kann man jetzt nicht von dem Punkt vom Derby auch die anderen Punkte nehmen. Also alles ein Punkt Ding, kein zwei Punkte System. So. Gleich geht's weiter. Ich hört mir jetzt schon. Da müssen wir nachher mal genau hingehen und mal gucken. Mal schubst aber so sicher, da gehen wir mal durch. Genau. Das Spanien. Das Österreich noch nicht ganz fertig. Oh, die Toiletten haben sie aber schon, das ist cool. Toiletten sind schon aufgestellt. Ach, ich bin in der Rutschbahn, ja. Das ist die Spanier. Ja, 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 das ist die Spanier.
Das haben sie neu gemacht. Das ist hier Maurisch oder so hieß es, glaube ich. Mauersee. Ah ja, hier. Also Felsen haben wir schon mal gemacht. Da fährt dann der Alpenexpress vorbei und glaube ich hier die. Wie was aber hier? Also mir gefällt's. Bis jetzt gefällt's mir. Ja. Schön gemauert. Mach das ja. Schau mal gucken. Jetzt müssen wir eine andere Bahn fahren, dann haben wir mehr Messi. Was ist das wieder drin? Von kennen wir ja. Der ist ja treu. Oh nee, die Hecke hier ist auch neu. Ich glaube, die Hecke ist neu. Nicht die Hecke drin. Ich bin mal gespannt, wenn es wieder fährt. Da müssen wir eine Runde drehen, ja. Da drehen wir eine Runde, ja. Kannst du mal drehen. Schöne Blümchen, wie immer gepflanzt. Mhm. Also ganz ehrlich, der Park kann auch in der Gärtnerei echt stolz sein. Was die hier so im Park immer, also ohne die, wäre nur halb so schön. Oder nur drei Viertel so schön. Oder so. Nee. Naja. Hier drüben sehen wir wie immer Björn Häftling mit dem Wasser, wo gerade keine Wasser hat. Na so. Nichts passiert. Okay, jetzt haben wir ganz Neues. Da haben wir jetzt ein Nashorn, da haben wir einen Elefant. Ein Trockennashorn. Und da ist noch ein Elefant. Fandritis. Die haben sie sozusagen den Fand abgegeben. Ja. Der ist Pierdale. Masio! So Leute, jetzt sind wir hier wieder im EP-Express. Mhm. Ja. Auf dem Weg nach Griechenland. Vorbei am Balkon. Mal gucken, ob er. Vielleicht fährt er ja. Da kann man nicht fahren. So, mal klein. Da ist ein Baum und eine Blätter. Ein Highlight. Der hat auch keine. Der auch. Na nur. Die sind ja alle nackig. Der ist jetzt ein Skandal, der Park hier irgendwie. Ist lauter nackige Bäume stehen. Also nee. Geht gar nicht. Ja. Da unten schön Blümchen gepflanzt. Haben wir ja vorhin schon aus der Panoramabahn gesehen hier. Der Wasser. Da steht ja gar keiner. Was ist denn heute los? Ne, Nürchen. Keine Ahnung. Na sowas. Natürlich. Da. Auch selten. Normalerweise ist da immer eine riesen Menschentraube, die alle auch drauf springen wollen und dann pinkt. Nein. Oh, Monorail ist auch leer. Ne, das lädt doch einzelner Fahrt, ne? So. Da hinten seht ihr schon ein paar Bögen von ungewollt rum. Monorail fährt, Quatsch, Euromir. Holländische Dorf. Durch die Bäume. Ein paar Leute stehen schon wieder für Foodloop an. Also Leute, ich weiß nicht, so lange anstehen für so ein bisschen, nur damit das Essen Achterbahn fährt. Naja, wenn es fällt. Da ist. Seht das, da hinten ist er. Der Voltiputz. Nee, Voltimops. Tron. Jetzt hab ich's. Ich kann mir diesen blöden Namen nicht merken. Irgendwas mit Nivea oder so. Da unten ist der Melusinenstand. Gibt's Donuts und Schnitzelbrötchen und Frikadelle und eine Bratwurst. Nee, Quatsch, eine heiße Wurst. So, alles im Braten. Unter uns ist die Silverstone-Piste. So. Und gleich.
gleich fahren wir dran vorbei. Gleich dran vorbei. Da könnt ihr sehen. Voltron Nevera. Ja. Ich frage mich bis heute, welche Vera gemeint ist. Naja, die werden schon wissen, welche. Da hinten ist der zweite schon. Da sind wir sonst immer gestanden. Jetzt sind wir mal hier. Ja. So. Da kommt jetzt das Stationsgebäude. Da schießen wir ab. Flupp in den Looping. Und hier kommt er dann zurück. Da kommt er zurück. Da kommt er zurück. Dann steht er da. Und da ist Patrick. Da ist Patrick. Die machen bestimmt noch eine Probefahrt. Ja, da müssen wir knipsen. Ja, schön. Ja, direkt. The next stop is the Greek Station. Da liegt das. So, jetzt machen wir von hier noch eine schöne Aufnahme. Das haben sie schön gemacht. Das haben sie wirklich, wirklich schön gemacht. Da kommt die Eisdiele hin mit diesem Sonder-Animatronic vom Tesla. Mhm. Oh, jetzt sind wir nicht mehr. So, Leute, jetzt sind wir hier vorne wieder bei Voltron und gerade eben hat es gehupt. Und jetzt, wenn es hupt, das heißt, gleich kommt Testfahrt. Also, das heißt, die machen den nächsten Mal Testfahrt. Und diesmal machen wir es filmen wir es direkt hier aus dem Park. Ja. Das heißt, wir warten jetzt erstmal hier und hoffen, dass es gleich losgeht. Mit der das sieht die Aufnahme. Das sieht. Ich habe auch schon Patrick und Lukas gesehen. Die rennen da oben irgendwo rum. Da geht was ab. Da flippt die Meute. Oder so. Oder auch nicht. Kann sich nur um Stunden handeln. Naja. Na, Mist. Das ist schon ein dritter Zug. Der leer. Auch wenn der andere hat, der ist drin. Doch, die blauen Dinger. Die. So Leute, hinter mir, na was ist das, Na das ist nicht Voltron, Voltron haben wir schon gehabt. Nein, das ist der Incian der ehemalige Grottenblitz. Das haben wir zusammen gepopelt, ja. Also neu gepopelt, gebaut, ja. Ja und da sieht man schon ein bisschen was von der Streckenführung, ja. Da hinten Wildwasserbahn, Abschuss, der neue, also der zweite, also der ist gleich, aber ist egal. Sobald er aufmacht, fahren wir mal eine Runde, ja. Da hier geht es wieder ringsrum. Toiletten haben sie auch schon aufgebaut.
Gehen wir mal hier ein bisschen. Jetzt sehen wir noch ein bisschen was. Also die, das sind die neuen Toiletten von Österreich. Und da hinten geht's so zur Edelsteingrotte und zum Lingendreh. Wie gesagt, da fährt wieder rum und dann, also nicht in den Berg, weil die Höhle gibt's ja nicht mehr. Jetzt geht's durch die Schlucht. Ja. Am 14. Mai macht's auf. Da können wir dann mal fahren. Wenn er rankommt, ja. Hoppla. Ja. Haben wir schön hingekriegt, ne? Mal gucken, wir gucken uns das Ganze noch von Spanien aus an. Ja. So, wie versprochen, was hier noch in Lichtenstein bei den Booten. YouTuber Challenge. Ja, wie ihr seht, da haben sie über solche kleinen Dinge ab. Oh, oh. Er sprullert ab. Da haben sie überall bei diesen Burgen und so, haben sie ein Ziel aufgebaut, wenn man trifft. Dann kommt da von dem Adler oder da was. Die Boote können sich auch gegenseitig abspritzen. Sie können die Leute abspritzen. Ja, ist neu dieses Jahr. Da ist noch ein bisschen viel mehr Spaß hier beim Bootefahren. Also nicht einfach nur fahren und spritzen, sondern jetzt ja auch noch mit Zielschießen und Reaktion. Ja, cool, ne? Silas ist voll begeistert. Das ist übrigens der echte Silas. Also der EP für. Hallo, sieht man sich mal in echt? Ja. Der ist echt. Und ich fahre gerade Boot. Ja, und er fährt Boot. Und der ist auch echt. Und wie? Jetzt. Und schön, schön, wenn wir die Ziele treffen. Dann passiert was. Jo. Okay. Haben wir eine Runde Monorail. Auch von hier sieht man Mr. Voltron. Der ist momentan allgegenwärtig und super beliebt. Ja. Hier ist schon richtig was los heute. Das ist am ersten Tag. Man sieht aber, der Park ist beliebt. Ja. Nicht nur bei mich und bei euch, sondern auch bei denen. Ja. So, das ist schon die Osterdekoration ein bisschen. Ja. Muss sein, das ist bald Ostern. Ich glaube, nächste Woche. Tatsache. Wow. Hallo zusammen. Hey, hier ist es. Ich freue mich auf die gemeinsame Reise in der Monorail über unser englisches Viertel, den großen See am Abenteuerland, vorbei an Skandinavien und dem portugiesischen Themenbereich, bis hin zur Station in Island. Das wird fantastisch. Edda, begrüßt du unsere französischen Gäste? Bien sûr, Ed. Bonjour tout le monde. Dans notre monorail, vous voyagerez au-dessus du quartier anglais et du grand lac de l'univers de l'aventure. Vous passerez par le quartier scandinave et portugais et irez jusqu'à la gare du quartier islandais. Thanks, Edda! Die Ziele, das sind Ziele, die kann man abschießen und dann machen da die Adler, machen dann was. Ja, ist ganz neu. Kann man sich da ein bisschen mehr angucken? Da Ziele, da kann man jetzt Zielschießen machen. Geile Idee, wa? Endlich wieder Monorail. Ich hab's vermisst, ja. Und ich wette, sie hat wenig auch vermisst. Wenn nicht, egal. Momentan ist das Wetter ein bisschen Micky-Macky. Das passt schon. Und jetzt fährt er nicht. Da kommen die Kollegen. Und Knubbelbaum. Knubbelchenbaum für Sabine. Sabine, komm mal, alles ohne Knubbelchenbaum. Knubbelchenbaum. Der See mit Josefina und der Märchenwald. Da haben sie was Neues. Guck mal. Da schaukelt einer. Der hängt da so ab. Enten hat man wieder. Gehört dazu. Gehört jetzt zum Wirbenpark einfach dazu. Enten. Ja. Oh,
Wolke. Hallo. Jetzt geht's auch nach Skandinavien. Nee, nach Island, genau. Das ist ja doof. Hi, wenn ich grüße. Hi, da, die grüßt er zurück. Ach, guck da, das Nashorn. Ja. Oh, der guckt in den Böse, hab ich nicht gehört. Und wieder kann er im Wasser. Geh mal los. Ist er kaputt? Na, sowas. Das ist ein schönen Wellengang haben wir heute. Oh, das wählt aber. Sozusagen ein Wellington. Da hält das Buchfeuer. Der Dichter. Windjammer. Vorbei. Die sind nass geworden. Das war unser Regen heute. Haben wir wieder schön gemacht hier. Hier ein bisschen. Da ist das Fjordresting. Okay. Platsch, das ist ja auch so. Der angelt. Junge, da hat's keinen Fisch. Sagt ihm keiner. Sagt ihm einfach keiner. Und er angelt und angelt und fängt nichts. Armer Kerl. Das ist doch im Bau. Na sowas. Oh, da hätten sie die Kuhmann an die Kollegen. Das war schön. In Kürze erreichen wir die Station. Haben sie ein Rohr verlegt. Hier geht's direkt zu Blue Fire, Wodan, Whale Adventures und vielen weiteren tollen Attraktionen. Natürlich können wir aber auch sitzen bleiben. Na, wo ist er? Und zurück zur Station im Historama fahren. Okay. Oui, Ed. Nous arrivons bientôt à la gare en Islande. Next stop, Iceland. Dann machen wir mal eine kurze Pause für den Akku schrauben. Wir haben heute noch einen Akku dabei. Mein Kamera ist eine Pfeife. Ah, das wissen wir ja. Landtagstadt. So, Freunde. Na, jetzt auch. So, Freunde. Jetzt war mal wieder ein schöner Tag, ne? Sie hat begonnen. Die 50. Saison vom Europapark. Ich war dabei. Ed war auch dabei. Sieht auch noch ein bisschen mitgenommen aus, der Junge. Jo. So, das war's für heute. Ich geh jetzt mal heim. Weiß noch mal einen Schnaps. Und dann, wir sehen uns demnächst, euer Lenny und Tour. Tschüss, Ed. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Mann, sieht der fertig aus. Naja. Nach so vielen Wochen, wo nichts, jetzt aber, voll die Leute.